Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Dertin Bermuda. Also ich denke, Verfassungsworkshop am besten bei dem. Der ist ja ziemlicher Weichschlappe, der gute Alejandro. Es gibt halt eine ganze Reihe von Werten, die, denke ich, warum sollte ich die steigern? Ja, also gut, klar, langfristig, weißt du, wenn man hier sehr viel Zeit verbringen sollte und die entsprechend halt einfach irgendwann die wichtigen Skills voll haben, kann man da immer was drauf geben, aber zu dem Zeitpunkt hoffentlich ist es dann gar nicht mehr so wichtig, dass sie diese Punkte so hoch haben. Also zum Beispiel bei Bob hier Agilität finde ich halt relativ, kann man sich sparen, den brauche ich hauptsächlich als Handwerker und halt als Angler später mal. Wir werden Holz und Seil brauchen fürs Angeln. Die soll mal gucken, dass er dann Holz irgendwie auftreibt. Wobei mir jetzt neu wäre, dass wenn für eine Angelroute irgendwie einen Zentner Holz braucht. Meines Wissens nach langt ein langer Weidenstock oder irgendwas anderes, irgendein Holz, das halt relativ flexibel ist. Die mögen sich, die bauen gern zusammen. War jetzt nicht so der Burner, aber Alter. Sie ist halt allein und nicht wirklich dafür gut ausgebildet, aber sie ist ja nur Ersatzfrau. Ist jetzt erstmal wichtiger, dass das fertig wird. Das ist gut, das Holz und das Seil können wir echt gebrauchen. Gut, Nahrung ist natürlich auch unheimlich wichtig, aber da kommt jetzt nicht mehr so viel bei rum. Das ist bald leer, das Flugzeug. Sehr schön.
Ah, okay, da kommt der Plot wieder. Ja gut, aber die Julia ist halt echt wichtig für uns. Das ist eine von den wertvollsten Teammitgliedern. Ist die Katze wach geworden. Da ist irgend so ein irrer LKW-Fahrer ist hier vorbeigebrettert um die Uhrzeit. Finde ich das okay. Und der hat die Katze geweckt. Die war auf der Fensterbank eingepennt. Alejandro, der Pflücker. Also was wir jetzt brauchen, ist Seil. Holz haben wir jetzt eigentlich für die Angel. Genau. Können die mal Depressionen abbauen? Ach so, die darf sich schnell mit sich selbst. Das meine ich. Also dieser medizinische Wert, den die hat, die hilft ja den anderen gar nicht wirklich, sondern nur sich selbst bringt das halt für Vorteile. Also eigentlich macht es keinen Sinn, die da noch weiter dann zu pushen, sondern lieber die anderen im medizinischen Bereich hochzubringen. Also gerade hier die Julia, da würde die ja immer einsetzen bei so Geschichten. Gut, das ist was anderes mit dem Wissen. Das können wir eher gezielt geben, weil sie unsere Forscherin hier ist. Wir haben eigentlich schon genug Holz, oder? Wir brauchen ja nur 20 für die Angel erstmal. Das heißt, wir hätten ein bisschen Spielraum und könnten vielleicht Fleisch und Fisch ein bisschen. Das verbraucht nicht so viel eigentlich, aber
auf der anderen Seite, warum eigentlich sollte es das eigentlich auch? Weil warum sollten wir eigentlich mehr Holz verbrauchen, bloß wenn wir irgendwas über dem Holz, über dem Feuer verbrennen? Das ist ja dem Feuer egal. Ein Ast verbrennt, ob wir da jetzt einen Schnitzel drüber halten oder nicht. Also ich denke, der Frühstückkorb, der hilft uns wirklich schon mal, was die Wasserversorgung angeht. Jetzt müssen wir halt wirklich zügig anfangen. Ich glaube, ich mache gleich mal die Fenster zu. Ich weiß ja, was hier los ist, aber der Mopedfahrer, der hat es auch gut vor. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, also wir brauchen halt jemanden, der kontinuierlich Holz sammelt, um das Feuer dann aufrechtzuerhalten, damit wir den Fisch grillen können. Wir brauchen jemanden, der Fisch angelt und jemanden, der halt die Früchte für die Wasser. Dann ist eigentlich mit den drei Punkten schon mal die Grundversorgung, was Nahrungsmittel und Wasser angeht, eigentlich mal ganz gut. Gut, langfristig nur von Fisch kann auch keiner leben. Ja? Also früher oder später kriegen die Mangelerscheinungen, fallen auch tot um. Aber kurzfristig alles besser als verhungern können. Deshalb, also ich denke, dass ich hau jetzt hier mal den Ginseng raus, damit die halt zügig die Angelgeschichte fertig bekommen. Was mache ich aus der langfristig? Ich brauche ja irgendeinen gescheiten Nutzen noch fürs Team. Erstmal hauen wir jetzt mal die Verfassung hoch, damit die nicht mehr ganz so fragil ist, die gute Dame. Aber langfristig muss sie halt irgendwas ja Sinnvolles beitragen in der Gruppe. Also ich gebe jetzt mal ein paar Punkte auf Jagen, wobei ich denke, dass da Jakob der entscheidendere Träger, Leistungsträger sein wird. Vielleicht sollte ich bei dir das ernten, obwohl dafür habe ich eigentlich Alejandro. Und fürs Angeln habe ich Bob. Naja, mal gucken. Sie ist Personalreserve. Sie kann, aber das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man quasi immer noch einen Ersatzmann oder Frau am Start hat. Wenn jetzt zum Beispiel Jakob ja müde ist oder depressiv und kann nicht arbeiten, dann brauchen wir ja jemand, der ihn ersetzt. Weil die arbeiten ja hart am Minimum, was das Verhungern angeht. Ich weiß ja nicht, was sie für seltsame Angeln da bauen. Ich glaube, das Gespräch machen wir noch, aber dann sitze ich, glaube ich, den nächsten Cut. Ah ja, das war das mit dem Kuchenbacken und. Ja, genau. Schön sich gegenseitig alle rund machen. Schön gut für die Gruppenmoral. Dass wir jetzt vier so Trockenfleischdinge haben, unverderblich, ist natürlich eine ganz gute Sache für eine Notfallreserve. Tja, das war's. Wir sind aus dem Geschäft, was Nahrung angeht, bis auf die Reserve. Okay, ich würde sagen, nächster Cut, oder? Bis gleich.